Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten kabellosen Nass-Trockensauger. Herausgesucht haben wir für euch drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen. Herausgesucht haben wir das beste 300, 400 und 500 Euro Modell. So sollte wirklich für jeden was Passendes dabei sein. Bevor es richtig losgeht, noch einmal der Hinweis: Für weitere Infos zu den Modellen, beispielsweise um den tagesaktuellen Preis zu erfahren oder auch um eines der Modelle zu bestellen, haben wir euch alle drei Modelle in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut doch da gerne mal unter diesem Video bei den Links vorbei. Lasst uns nun aber mit dem eigentlichen Vergleich starten und damit mit dem besten 300 Euro Modell. Herausgesucht haben wir den Washwag F20 von ProSennic. Dieses leistungsstarke Modell arbeitet mit bis zu 15.000 Pascal Saugleistung, wodurch auch gröbere Verschmutzungen im Nu entfernt werden können. Auszeichnen tut sich das Modell durch sein Zwei-Tank-Design. Es hat einen 1 Liter Frischwasser- und einen 1 Liter Schmutzwassertank dabei, womit es dafür sorgt, dass sowohl immer frisches Wasser aufgegeben wird, als auch das dreckige Wasser immer ordentlich verstaut wird. Das Modell kann aber nicht nur saugen und wischen, sondern den Boden auch danach gleich wieder trocknen. Also ein 3-in-1 Modell, welches nicht nur durch seine Saug- und Wischfunktionen und die Trocknung überzeugt, sondern auch durch seine intelligenten Zusatzfunktionen. Dazu gehört allen voran die App-Steuerung. Hier kann man die Saugleistung und alle weiteren Daten über seine Smartphone-App einstellen. Auch eine Ein-Klick-Selbstreinigung des Geräts ist hier am Modell selbst oder in der App auszuwählen. Sehr positiv ist uns am Gerät noch der abnehmbare Akku aufgefallen, der dadurch nicht nur noch leichter aufgeladen, sondern auch durch einen Ersatzakku ergänzt werden kann. Die Akkuleistung beläuft sich hier auf 45 Minuten, ein sehr starker Wert, womit man auch schon mit einem Akku ziemlich zufrieden sein sollte. Außerdem ist das Modell in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Mehr Infos zu diesem Modell erfahrt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Aktuell ist das Modell für 300 Euro zu haben, zum Zeitpunkt, an dem ihr das Video schaut, vielleicht noch für weniger. Als nächstes möchten wir euch das beliebteste Modell im Vergleich vorstellen, wenn wir nach der Kundendurchschnittsbewertung gehen. Es handelt sich um den Tineco Floor One S5. Das Modell ist aktuell 90 Euro runtergesetzt und damit für ca. 400 Euro zu haben. Überzeugen kann es durch eine sehr starke Saugleistung, eine gute Akkulaufzeit von ca. 35 Minuten und auch gute Volumen beim Frisch- und Schmutzwasserbehälter. 800 ml haben wir hier beim Frischwasser, 700 ml beim Schmutzwassertank und auch dieses Gerät kann damit Böden gleichzeitig saugen, wischen und auch trocknen. Dank des speziellen Bodendüsendesigns wird hier ein schlierenfreies Trocknen vom Hersteller garantiert. Genauso wird garantiert, dass das Modell jederzeit sicher verstaut ist. Im Lieferumfang ist hier eine Basisstation mit dabei, in der das Modell aufgeladen, gereinigt und verstaut werden kann. Des Weiteren überzeugt der Floor One durch ein besonders kantennahes Reinigen, einen starken weiteren Lieferumfang, in dem eine Ersatzbürste und ein Reinigungsmittel dabei ist. Aber am überzeugendsten sind vermutlich die Smart-Funktionen. Angefangen von der Selbstreinigungsfunktion, in der sich das Modell inklusive seiner Bürste selbst durchspülen kann, bis hin zur App-Steuerung, über die man das Modell von seinem Smartphone aus steuern oder alle wichtigen Daten einsehen kann, bis hin aber vor allem zu seiner Smart-Sensortechnik. Das Besondere am Floor One S5 ist nämlich der Automatikmodus. Das Modell hat verbaute Sensoren, indem es den Verschmutzungsgrad, egal ob fest oder flüssig, in Echtzeit messen und die Leistung dementsprechend in Echtzeit auch anpassen kann. So wird nie mehr Leistung, also auch Akkukapazität verbraucht, als gerade benötigt wird. Außerdem muss man sich selbst so weniger Gedanken beim Reinigen machen, wie viel Energie man denn aktuell verwenden muss. Zudem verfügt das Modell über ein großes Bediendisplay. Hier sieht man beispielsweise den aktuellen Akkustand, Wartungsleuchten oder eben auch den aktuellen Grad der Bodenverschmutzung durch den roten bzw. blau leuchtenden Farbring. Ein sehr starkes Modell, welches für uns all das hat, was man grundsätzlich von einem kabellosen Nass-Trockensauger erwartet. Die 3-in-1-Funktion mit einer starken Saugleistung, Wischleistung und Trocknungsfunktion, guten Behältervolumen, einer soliden Akkulaufzeit und vor allem vielen Smart-Funktionen, die einen die Benutzung wesentlich erleichtern. Die perfekte Schnittstelle, wie wir finden, und für den aktuellen Preis von 400 Euro auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, was uns der Floor One S5 bieten kann. Es gibt schon neuere Modelle des Geräts auf dem Markt, was nicht bedeutet, dass der klassische S1 nicht gut ist. Wer mehr zu diesem Modell oder auch zu seinen Nachfolgern erfahren möchte, kann dies über den zweiten Link in der Videobeschreibung tun.
Bleibt aber auch gerne noch dran, wenn ihr das neueste und hochwertigste Modell im Vergleich kennenlernen wollt. Als drittes und letztes möchten wir euch in diesem Vergleich nämlich den Philips Aqua Trio vorstellen. Dieser 3-in-1 Nass-Trockensauger überzeugt durch seine sehr starke Saugfunktion. Hier besitzt es einen extra speziellen Saugmodus für eine besonders spezielle Schmutzaufnahme. Seine starke Wischfunktion durch die Aquaspin-Technologie, welche noch mehr Staub, Schmutz, Flecken und Bakterien entfernt und zwei Feuchtigkeitseinstellungen besitzt, um unterschiedlichen Schmutzarten gerecht zu werden. Und durch seine Trocknungsfunktion, durch die ein streifenfreier trockener Boden zurückbleibt. Hier fangen die starken Vorteile des Aqua Trio aber erst an. Das Modell wurde speziell für große Reichweiten und eine Tiefenreinigung entwickelt. Deshalb hat es auch einen leistungsstarken Akku mit dabei, mit dem man ca. 45 Minuten im Staubsaugmodus und bis zu 30 Minuten im kompletten Saugwischmodus arbeiten kann. Auch dieser Akku ist wieder abnehm- und durch einen Zusatzakku ersetzbar. Für eine gute, angenehme Reinigung sorgt ja auch das Zwei-Tank-System. Auch der Aqua Trio hat einen Schmutz- und einen Frischwassertank an Bord. Beide Behälter besitzen ein Volumen von jeweils 400 Milliliter. Überzeugen kann das Gerät durch seinen konstanten Wasserdurchlauf, durch die das schmutzige Wasser ständig durch neues, sauberes ausgetauscht wird. Auch dabei ist beim Aqua Trio eine automatische Selbstreinigungsfunktion, indem es auch die Powerbürsten von alleine durchspülen kann. Für eine praktische Bedienung sorgt hier das Bediendisplay an der Vorderseite sowie diese Touch-Sensor-Tasten, über die man beispielsweise die beiden Wasserfeuchtigkeitsstufen oder die Saugleistung anpassen kann. Aufgeladen und verstaut wird das Modell in der Station. Dabei überzeugt der Lieferumfang aber nicht nur durch diese Station, sondern auch noch durch einen extra Staubsaugaufsatz. Durch diesen wird das Modell zum klassischen kabellosen Akkustaubsauger. Mit dabei ist hier der klassische Staubbehälteraufsatz, eine klassische Stabverlängerung mit auch noch kleiner LED-Bodendüse sowie einem Zusatzlieferumfang von einer Mini-Polster und einer Fugendüse. All das findet, wie gesagt, Platz hier auch in der Aufbewahrungsstation und ist dann für den Einsatz jederzeit griffbereit. Mit dem Aqua Trio von Philips hat man also mit Abstand die meisten Möglichkeiten. Zudem überzeugt unserer Meinung nach hier das Design, die Reinigungsqualität durch die ganzen neuen Wisch- und Saugtechnologien sowie auch die Akkulaufzeit, welche ja noch durch einen Ersatzakku, der von Philips erhältlich ist, erweitert werden kann. Mehr Infos zum Aqua Trio über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere zum Modell erfahren und es bei Interesse auch bestellen. Aktuell ist es für 500 Euro erhältlich. Wer ein günstigeres Modell haben möchte, kann sich wie gesagt beim ProSenic oder Tineco Modell umschauen. Das waren sie nun jedenfalls, unsere aktuellen Favoriten der besten kabellosen Nass- und Trockensauger für einmal 300, für 400 und 500 Euro. Hoffentlich war was für euch dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.